Auf der B275 im hessischen Vogelsbergkreis verlor ein Autofahrer auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, nachdem es von einer Windböe erfasst wurde. Der Pickup mit Anhänger kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Anhänger, ein schwerer mobiler Klauenschleifer für Kühe, wurde neben die Fahrbahn geschleudert. Der 62-jährige Fahrer musste von der Feuerwehr Herbstein aus seinem Wrack befreit werden und zog sich bei dem Unfall lebensbedrohliche Verletzungen zu.